Hallo, willkommen zurück, Leute. Bei DC, wir sind immer noch. Wo sind wir denn überhaupt? Wir haben das ja Elektro, oder? Elektro, Elektro. Ciano, Ciano. Ciano? Nee, Elektro. Ist das Nee, Ciano? Ciano. Ciano, gut. Okay, wir sind wieder auf Ciano. Ja. Ja, komm her, alte Hausfrau. So. Die Hat hat sich's. nichts. Die hat nichts in ihrer, in ihrem Kittel, in ihrer Nee, ne? Kittelschürze. Ja, Leute, wir sind immer noch unterwegs nach Pavlovo, wollten wir. Balota gehen wir vorbei. So eine kleine Loot-Tour. Mal sehen, was wir da alles erleben. Oder erlegen? Erlegen. Danke für den Tipp mit dem Lagerfeuer. Mit den Lagerfeuer. Das ist wieder die grammatikalische Blutgrätsche. Ja. Wie, wem seine Jacke gehörten die? Ich. Das haut hin. So, warte mal, ich habe hier jetzt mal was gefunden, was ich so noch gar nicht kannte. Warten. Ne? Oder halt ignoriert habe in Grund und Boden. Ich habe eine Art Rucksack gefunden, das nennt sich Umhängetasche. Aha. Na? Ich habe so eine selbstgebaute noch. Und ich habe Codein und Tetracyclin-Tabletten. Ernsthaft? und Echt? Aktivkohle Ernsthaft? und Aktivkohle, also alle drei Sorten Tabletten habe ich jetzt hier einstecken. Ich hasse dich mit dieser Aktivkohle, Alter. Hubschrauber? Ja, hier ist ein reger Flugverkehr. Ah. Landet der? Könnte möglich sein. Ich weiß immer noch nicht, ob das hier PvP oder PvE ist. Ich schau doch ins Serverpanel. Was ist denn mit dir, Hammer? Ja, sehr gut. So, warte. Wieder erster Mensch, mal. Du bist der erste Mensch. Okay. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Achso, hier daneben ist gleich ein Krankenhaus. Ist es eigentlich vollkommen richtig, dass ich uns jetzt Medizin direkt mitnehme? Das ist total legitim, ja. Ja. Weil wir haben ja, wir sprechen ja aus Erfahrung und wir sagen, ein Virus in DayZ ist der Tod, ne? Aber ich bin hier schon seit gefühlt mehreren Wochen total nass und Ah, stimmt. er hat nichts. Bestimmt, weil wir uns mittlerweile dran gewöhnt haben, an das Nass Virus. zu sein, ja. Immun. Wir stellen uns einfach vor, wenn wir durch den Regen laufen, dass wir durch einen großen See schwimmen. Oh ja. Und dann geht das klar. Oh, ich höre Was schon wieder machst du? einen Zombie. Warte, Kommst du ja, jetzt? ich komme mal zu dir. Du musst die alle mit der Faust totprügeln, Es wird wenn mir du hier zu uns treffen. dangerous. Du hast ja noch eine Zense, aber ich nicht. Ich gehe jetzt nicht in jedem Haus ganz nach oben. Nee, musst du ja nicht. Wir brauchen halt, wie gesagt, trinken, essen und dann ist gut. Ich habe hier Kartoffelchips. Sehr nice. Hast du jetzt hier links, rechts, warst du jetzt in jedem Haus gewesen, ne? Also ziemlich. Komm, da drüben steht schon wieder eine Horde. Ich seh's. Sehen wieder solche Vandalen, die dir deine inneren Organe alle vandalieren, Ja. wenn sie dich kriegen. Wanda Vision. In 19. In 19 Minuten ist Glücksrad drauf. Ja. Oh, jetzt kommt sie wieder mit der Kü. Ja, sehr schnell ist sie nie. Na? Hallo, au, ne? Hat sie So. auch gesagt. Oh, Hat sie bist du kurz die Auge so? Schlüpper, Alter, wenn du auf die zuläufst. Naja, furchtbar. Hui, Geier, hey, was ist denn da schon wieder los? Jeans, Hotpants brauchst du? Nein. Was war das? Punkt 22 Munition. Ich nicht. Ich brauche hier 45er ACP. Hier liegt eine Jeans. Da kann ich meine durchnässte mal ablegen. So. Hast du eigentlich gesehen, Grab. dass ich aussehe wie ein kleiner Notarzt? Wie ein kleiner Noob. Notarzt. Oh, ich habe ja eine Umhängetasche hier. Ja. Ja, die habe ich auch, eine grüne. Aber ich höre hier trotzdem schon wieder Zomboiden. Auch mal meine nasse Jeans aus. Ist besser Billie Jeans. Oh fuck. Was T-Shirt. So.
Da bin ich eine der unauffälligsten Hosen. Was denn? Bunt und rosa und grün? Na und so dreiviertel Capri-Hose. Was? Alter, mach zu, das ist Silent Hill. Alter, nein, warum? Ja, mach die Tür. Hier ist auch noch offen. Hier ist die Tür noch offen, mach draußen zu. Alter, nein, was ist denn hier los? Wer macht denn hier so einen Alarm? Ich weiß es nicht, das klingt echt nach Silent Hill, ne? Ja, aber jetzt müsste die ganze Welt rostig werden. Theoretisch. Kennt jemand von euch Silent Hill noch? Den ersten und den zweiten Teil, Alter, da haben wir damals Schule geschwänzt. Da haben wir den Mist durchgespielt. Silent Hill war echt geiles Spiel. Und dann hat mir mein Vater in die Fresse gehauen. Okay, das ist nicht so geil. Na, nee, in die Fresse, aber so, dass es weht hat. Ene geklatscht. Dass man es nicht sehen kann, weißt du? Ordnungsgott. Ah, oh, die Bulle. Mach zu. Ich hab keine Waffe. Gib mir mal die Zense, da kann ich mich notdürftig vorbereiten. Verteidigen. Wenn du so nett wärst, danke. Soll ich den Bullen mal einen Headshot verpassen hier? Wie lange wollen wir denn das durchziehen hier? Das Camp hier drin. Lass uns rausgehen. Warte mal, ich wollte den Bullen erst wegholen. Okay. Das ist doch nur eine Sirene. Sag mal, sind die stärker? Ja, der hat eine Stichschutzweste an. Die Dreckser. Alter, ich kipp gleich um. Okay. Oh, Alter. Alter. Oh, Nackscher, Alter. Komm rein. Hast du'n? Ja. Okay. Das krass. Ist Leben am Limit. Lass uns weiter looten. Ja, ne? Was ist hier? Nichts. Magermilchpulver. What the fuck? Oh, die Sirene nervt mich gerade. Was sind das? Bomben? Irgendwas höre ich hier. Ja, Tatsache. Nicht draußen aufhalten bei sowas, hä? Das Haus weggebombt. Wie lange dauert denn der Scheiß? Ich hab keine Ahnung. Ich kann mich nicht konzentrieren. Jetzt ist Ende. War es ein Luftschlag oder was? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir noch herausfinden. Apropos also bis jetzt gestaltet sich dieser Server recht interessant. Mal ja, was Neues. Amüsant. Geboosterte Zombies. Luftschläge. Silent Hill Sirene. Ja, kann man mal spielen, ne? Ja, da kann man mal eine Woche bleiben. Kommt hier wieder. Ja, was ist denn nun? Sehr gut. Hast du hier im Police Car irgendwas gefunden? Gefoundet? Ein Gewehr. Alle Angaben ohne Gewehr. Oh, Strickmütze. 556 mal 45 braucht das. Okay. Oh. Oh nein, jetzt schon wieder ein Geboosterter. Ja, der ist bei mir hier. Ne, ich hab hier auch zwei. Der faucht wie Garfield und ich kann nichts machen. In so, komm ran. Hey, du, keine Muni drin, oder? Doch, zwei Schuss. Oh, Omi. Omi brennst. Alter. Haut doch mal ab. Ach, Mist. Was? Hat er mich getroffen? Ja. Warum? Geh mal weg. Sehr gut. Oh, wieso trifft denn der mich? Mein Gott, ey. Noch einer. Ich muss mal mit hier hoch. Ah, daneben. Schade. Okay, wir klären das jetzt mal hier, ne? Alter, wieso treffen die mich? Weil sie es können. Reicht's aber dann langsam, ey. Wahrscheinlich stehst du im Spiel nach unten. Oh, jetzt haben sie mich auch. Ich renn weiter, komm. Warte.
Das will ich jetzt hier wissen. So. Hör auf wegzurennen. So, Alter, wie viel kommt... Das war der Schrotflintenschuss, ne? Oder? Ich hab keine Schrotflinte. War das für ein Gewehr? Nein, ja. Alter! Na komm halt, Rob. Ja. Wir können denn davonlaufen. Doch, ja, ich hab einen Cut. So okay, eine Leute, Kacke. Wir machen ja an der Stelle mal einen Cut. Was? Ne, wir müssen warten, mir ist kalt. Ich erfriere langsam. Okay. Mein Bambi kriegt langsam ein Geweih. Warte, ich verbinde mich mal schnell. Ich stelle eine Verbindung fest zwischen mir und dem, ja, den Rex. So, also ich habe jetzt auch fast keine Muni mehr und meine Nahkampfwaffe hast du. Deswegen geht man ja Balota, jetzt komm her. Ja. So, Tür auf und rechts rum. Alles klar, bin gleich bei dir. Gib mir mal eine Spite. Gönn dir ordentlich. Balota Airfield, wir kommen. Ist ja nicht mehr weit, ne? Ist ja eigentlich gleich davon. Ja, aber ich muss mich beeilen. Es coldet. Bis zur Gefängnisinsel, also Prison Island, ja. Ist da hier die Brückenmod? Ja, der Brückenmod, ne, du hast ja dort kleine Ach ja, Inseln. Du hast die kleine Insel, musst ja nur ganz kurz schwimmen, ne? Ups. Beziehungsweise durchs Wasser laufen, mal ganz kurz. Ein kleines Stück, ja. Na, jetzt machen wir erstmal nach Balota. Wie es aussieht, ist die Sonne auch nicht mehr lang da. Nee. Okay, da oben haben wir natürlich jetzt noch die Ghetto-Siedlung, ne? So rechts oben auf dem Berg. Aha. Oh, schön mal wieder in Tscherno zu sein. Ja. Fetzt. Das fetzt ein. Oh. Das fetzt, echt. Das macht Mob. Oh Gott. Kennst du das? Na klar. Ey, das macht übelst Mob, ey. Das haben wir als Kinder geredet, ja. Ja. Hier ist ein Sporthemd, wenn du frierst. Das hält warm. Ich habe ja das Bambi-Shirt an. Das ist auch total kaputt. Ja, geh mal da rein, hol dir mal das grüne Sporthemd. Das ist so unauffällig. Ja, im Wald auf jeden Fall. Obwohl hier in dem Herbstwald von DayZ, ne, da kannst du eigentlich auch orange Sachen anziehen. Trotzdem schwer, dich zu erkennen. Ach du Scheiße. Zeig mal. Oh. Ja, nice. Und dann noch die rote Ause dazu. Es ist wirklich wunderschön. Schaffen wir es noch in dieser Folge nach Balota? Ja, das ist ja gleich hier vorne. Wo ist denn? Ja, ich weiß. Jetzt kein Akt. Aber die Umhängetasche finde ich cool. Ja, ich hab hier so einen Sack, den du craften kannst. Craften. Yeah. Oh. Ein Crafting Sack. Sack Snyder. Wo ist denn eigentlich die Babsi? Die wollte doch auch mal mit uns aufnehmen. Die hat doch jetzt ein besseres Mikro, oder? Ja. Babsi wollte auch mal. Die hat jetzt Phasmophobia schon mitgespielt. Ja, ich hab's gesehen. Und DayZ wollte auch. Ja. Und DayZ will jetzt auch mit uns spielen. Also, bald sind wir wieder zu dritt. Wenn alles klappt. Wir sind bald zu dritt. Das klingt, als wärst du schon. Ja, stimmt. Die Sonne knallt rein, Alter. Okay, wir sind da. In Balota. Balota Airfield. Vielleicht ist das gemoddet oder ist das das Schaden? Das ist das, Alter. Also ohne Hangar, aber mit Prison. Na, ist schon gemoddet. Das ist ein gemoddetes, ja. Kurz umsichtig sein wegen Zombies. Nix da, okay. Weil normalerweise hier vorne, das hast du gar nicht. Stimmt. Den Prison hast.
Ja, hast du eigentlich nur noch Zelte, ne? So ein paar vereinzelte und so ein Sportflughafen im normalen. Genau, genau. Ich schieb mal nach links ab, hier hinten. Und guck mir das mal an. Vielleicht gibt's hier sexy Wäsche. Motoröl, ein Kanister. Für dein Char, Alter, jetzt Quatsch. Mein Chai. Ah. So. Oh, auf jeden Fall gibt's schon mal Schuhe. Gut, weiterschauen. Overall can lie something. Also hier, prison is empty. Oh. Okay, yes. Oh, ich hab ne Nidel gefunden. Die Patrouillenhose. Und Grenade. Okay, so, dann werde ich meine auffällige Notarztjacke jetzt mal tauschen. Und ziehe stattdessen eine Armeejacke an. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser isoliert. Es wäre möglich. Hm. Zack. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir an Muni finden. Ja. Pass auf, eine doofe Frage. Wie stelle ich den Dünger mit dem Pflanzenmaterial her? Kommt jetzt die dümmste Antwort. Kauf's beim Treter. Ja, denke ich auch. Mal abwarten. Au, au, au. Okay, du lootest gerade fresh dort. Also wenn es PvP wäre, dann wären wir schon lange im Arsch hier auf dem Battlefield. Vermutlich auch. Hm. Alter, das sind zwei Bären auf der Landebahn. Was? Ja. Die kriegt man niemals weg? Nee, irgendwie nicht. Siehst du die? Ja. Und Zombies. Alter, was machen da Bären? War eine gute Idee mit Valoda. Ja, oder was? Wahrscheinlich. Ich nehme halt alles erstmal mit, was ich so greifen kann, ne? Du meinst, was greifbar ist? Hm. Ah, die Bären kriegt man nicht weg. Hast du Munition? Nein. Na, mach auf. Mach zu! Mach zu! Mein Gott! Alter, warum rennst du mal allein? Hä? Du warst auf der anderen Seite bei mir. Okay, also das Zelt können die nicht einreißen, ne? Muni, warte mal. Oh Gott! Hallo! Hallo, Bertram! Okay, zur Not wäre in einer Stunde ein Neustart. Okay. Na komm mal rein. Alter. Wie viel hast du noch? Es geht. Also ich hoffe, ich habe noch die passende mit. Okay. Vor allen Dingen immer gleich zwei. Oh, der andere ist auf dem Dach. Wie auf dem Dach. Der ist hochgepackt. Wir haben das Glück, ne? Ja, letztens mit der Babsi auf dem Server gewesen, da war ein Airdrop, da wo der Babsi gespawnt ist. Ist ein Drop, wo wir 10 Pullen. Ja, das war draufgegangen. So Alter, das ist gerade so viel zu laut. Da waren 5 Bären, verdammt. Hallo, ich halte doch. In der Nähe von Balota ist? Also kann ich das Magazin nicht leer machen? Jetzt. So, ich hätte zur Not, aber wenn die auf dem Dach wegrennen, bringt nichts, ne? Die sind zu schnell, im Bären kannst du nicht wegrennen. Hm. Hast du noch. Ne, du hast keine Moon, oder? Ich für was? Für die Pioneer, die haut gut rein, 5x45. Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, wollen wir mal Hilfe fragen? Irgendwie müssen wir hier wegkommen, ne? Das ist das Problem gerade.
was ich hab. Oh, Alter, ist das laut. Und bloß, wenn die uns kriegen, haben wir einen Riesfahren. Dann sind wir down. Können die auch vom Dach wieder runterhüpfen eigentlich? Ja, ja. Das ist ja das, die scheiß Bären, die backen ja so hart. Pass auf. Ich habe keine Waffe, also vergiss das nicht. Okay. Okay. Ich könnte was probieren. Die sind noch über uns, ne? Ja, hörst du doch, ja. Hm. Machst du mal direkt hinter mir die Tür wieder zu? Ja. Wie sie abgehen hier. Ferrari-Style. Bleibst du im Haus? Ja, was soll ich denn sonst machen? Der kommt hier nicht hoch, ne? Okay. Nee, da nicht. Auf den Schädel zielen, ja. Alter, lass es. Lass es, Junge. Lass es. Lass mich hier in Ruhe. Nein! Okay, der kommt hier hoch, denke ich mal. Oder nee, nicht ganz. Okay. Der eine sitzt bei dir im Haus. Scheiße. Backt fest. Ist er festgebackt, ja? Gut. Schön hart mit der Sichel überarbeiten. Sehr gut. Dann hast du den ja gleich, ne? Ich weiß es nicht, wie lange das dauert. Ich tue mal den hier lieber. Beeil dich, du Scheißbär, wenn du das Clips hast. So, jetzt bleib stehen hier, ey. Alter! Ich kann noch eine Weile dauern mit der Sichel. Stirb jetzt! Gut, meinen habe ich. Ich boxe mittlerweile, weil die Sichel fast drin ist. Hast du? Alter, der Drecksbär. So, na komm, geh drauf. Was frisst denn der? Meine Hände fangen schon an zu bluten. Boah, ey. Toll, jetzt sind meine ganzen Magazine leer jetzt? Nee. 6 Schuss noch. Mann, was ist denn mit dir hier? Oh. Der hat mich. Was? Komm rein, der hat mich. Ich bin. Wie kommt denn der da wieder raus jetzt? Nee, ich komm nicht. Ich denk fest. Shit. Komm rein. Ich komme. Aber ich hab hier noch Zombies am Arsch. Oh, Alter, bleib drin. Ich hab'n. Wow. Oh, fuck. Ah, zum Glück ist das ein bisschen buggy hier. Der könnte ja mich nur einmal treffen. Darauf trinke ich einen Schluck Wodka. Das muss sein. Nacht, Senorita. Oh, auch noch. Gut, stellen wir mal fest. Wir haben keine Munition mehr. Aber was zu essen? Ich habe ein Virus. Oh. Ein Virus hast du auch noch. Okay, cool. Ja. Wird nice. Das wird richtig heftig. Ich glaube, wir werden nie in Pavlovo ankommen. Nee. Oh Gott. Mich schmeißt schon wieder. Gib mir mal Medizin. Pass auf, du kriegst das gleich Medizin. Hast du was zu trinken am Start? Nee. Nee? Was soll ich dir, eine Tetra geben oder eine Codein oder was willst du dann? Hast du was zu trinken auch? Nee, Wodka. Aber das desinfiziert. Ist wurscht. Geht, habt ihr was zu trinken? Ja. Trinken. Wir sind hier in Cerno. Und dann gebe ich dir mal eine. Nee, Aktivkohle nicht. Scheiße, nee, ich hab nur Aktivkohle. Was machst denn du? Ich hab nur Aktivkohle. Ich will immer die scheiß Kohle, den Wodka greifen und immer back da weg. Ich denk, du hast Tetra, hast du doch vorhin gefunden. Hier ist er, ja, warte.
Aber die sehen halt gleich aus, Mann. Aber drücken wir da nicht die scheiß Aktivkohle, die bringen nichts. Das sind keine, das ist zweimal Aktivkohle, was ich hab. Scheiße. Codein? Jetzt nicht. Codein kannst knicken. Kann ich mich eigentlich gleich umbringen, ja? Nein, bin ich alleine. Ja, bringt ja nichts. Wieso sehen die Aktivkohle-Tabletten genauso aus wie Tetracetylin-Tabletten? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Du musst ja nebenbei auch noch lesen. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Ja, genau. Leute, reicht. Boah, Stress pur. Sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge wieder am Strand, wenn ich neu gespawnt bin. Nee, es bringt hier so nichts. Da habe ich keinen Bock drauf, so wieder rumzulaufen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis gleich.